Wir haben leider den Start komplett verschlafen, sind sofort zweistellig zurückgelegen, haben dann ein super zweites Viertel gespielt, haben aufhören können, haben dann aber wieder in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren. Offensiv 58 Punkte, deutlich zu wenig. Und ja, da müssen wir wirklich deutlich besser werden, um in Zukunft ein paar Siege einfahren zu können. War leider kein sehr schönes Spiel. Wir haben es dann am Ende fast noch mal ein bisschen knapp werden lassen. Ist leider schade. Erstes Viertel war das einzige gute Viertel, so müssen wir weiterspielen. Ich glaube, bei uns ist wichtig, dass wir es relativ simpel halten und wir schauen, dass wir das die nächsten Spiele auch so weitermachen und dann wird das hoffentlich wieder bergauf gehen. Liebe Dukes-Fans, ja, etwas längerer Zeit wieder ein Sieg, ganz wichtig. Es war vielleicht nicht das schönste Spiel, aber ich freue mich trotzdem, dass ich da sein konnte nach langer Zeit. War wieder sehr schön in der Halle zu sein und vor allem der Sieg war super. Ich glaube auch für die Mannschaft ganz wichtig. Ich hoffe, es geht so weiter und ich wünsche den Burschen alles Gute.